Moin und herzlich willkommen bei Voltus. In der heutigen Folge des Smart Facts möchte ich euch gerne Aragon von ProcaneX vorstellen. Die Sprachsteuerungsdienste von Amazon und Google erfreuen sich extrem hoher Beliebtheit. Man muss auch dazu sagen, es ist super komfortabel, die Funktionen in einem Smart Home per Sprache zu steuern. Viele Nutzer haben jedoch ein Problem damit, diesen Online-Sprachdiensten zu vertrauen, weil die Daten auf irgendwelchen Servern auf der Welt gespeichert werden. Und hier könnte Aragon eine wirklich super Lösung sein für diese Nutzer, denn Aragon arbeitet offline. Hierzu kommt der Sprachdienst Snips zum Einsatz. Die Integration von Aragon geschieht in diesem Fall über einen Jira X1. Man muss wirklich dazu sagen, ich war extrem überrascht, wie schnell es geht. Deutlich schneller als die Integration von Alexa beispielsweise. Und wie das alles funktioniert, wie man es konfiguriert, das möchte ich euch heute gerne zeigen. In dem Sinne, hey Snips, schalte das Licht aus. Und das ist er. Das ist Aragon. ProcaneX hat es hinbekommen, in einen kleinen, unscheinbaren Kasten sowohl das Mikrofonarray als auch den Lautsprecher als auch die komplette Elektronik zu integrieren. Das heißt, bis auf dieses Gerät brauche ich nicht mehr, um die Offline-Sprachsteuerung mit Aragon und Snips zu realisieren. Der Grundaufbau ist im 55er Maß gehalten. Alternativ gibt es ihn auch noch für das LS-Design von Jung. Und das heißt, ich kann Aragon in jeden Standard-Schalterrahmen mit 55er Innenmaß integrieren und es passt sich somit extrem gut dem Schalterdesign an. Was ich jetzt hier habe, ist die schwarze Variante. Die ist optional erhältlich, das Gitter kann man wechseln. Standardmäßig ist Aragon mit einem weißen Lautsprechergitter ausgeliefert, weil weiß nun mal der Standard ist in Deutschland, was die Farbe angeht. Aber wie gesagt, ihr könnt die Lautsprechergitter einfach im Nachgang dazu bestellen und dementsprechend tauschen. Auf der Rückseite befinden sich die Anschlussklemmen für das Netzwerkkabel. Das heißt, ich muss in der Situation, an der Einbausituation, wo ich Aragon einbauen möchte, auf jeden Fall Netzwerk haben und die Spannungsversorgung läuft über PoE. Ich schließe einfach dann mein Netzwerkkabel an diese Klemmen an. Die Montageanleitung sagt auch genau, wo ich was anschließen muss und schon kann das losgehen. Und das machen wir jetzt mal. Wir schließen jetzt Aragon an ein Netzwerkkabel an, versorgen ihn mit PoE und dann werdet ihr sehen, das geht alles relativ schnell. So, zu Testzwecken habe ich ja einfach mal ein Netzwerkkabel direkt angeschlossen auf der Rückseite des Aragon und schon ist Aragon einsatzbereit. Die Spannungsversorgung läuft über PoE, sodass ich also nicht noch irgendwelche zusätzlichen Netzteile dafür einsetzen muss. Das macht die Sache nochmal einfacher. Nachdem Aragon gebootet hat, beziehungsweise das System hochgefahren ist, kommt noch eine kurze Sprachnachricht, dass er einsatzbereit ist, dass ich also auch eine akustische Rückmeldung habe. Und ansonsten war es das. Sobald ich jetzt mit Snips reden möchte und Aragon reden möchte, sage ich einfach nur das Wake Word. Hey Snips, und sobald das passiert ist, kann ich meinen Text aufsagen. Schauen wir uns nun die Parametrierung im Jira Project Assistant an und anschließend auch die Einstellmöglichkeiten oder die Einstellungen an sich in der Web-Oberfläche von Aragon. Wie schon gesagt, erfolgt die Integration des Aragon in dem Projekt über den Jira X1. Das Besondere ist es hierbei, wir müssen am Jira X1 an sich überhaupt nichts irgendwie Besonderes einstellen, sondern der Aragon zieht sich automatisch alle Räume und die dementsprechenden Funktionen aus dem X1 heraus, ohne dass wir dazu irgendwas Besonderes beachten müssen. Gehen wir mal kurz in den Jira Project Assistant rein. Hier haben wir jetzt beispielsweise als Raumnamen, ich war ganz kreativ, neues Wohnzimmer. Und in diesem neuen Wohnzimmer habe ich die Punkte, die ich gerne steuern möchte, wie zum Beispiel Couch. Die Couch oder die Couchbeleuchtung in dem Fall gehört zum Gewerk Licht.
Genauso wie die Tischbeleuchtung, die Hängeleuchte, die Stehleuchten. Die Rollladen gehören zum Gewerk Beschattung und die Heizung natürlich zum Gewerk Temperatur. Daraus hingehend nimmt sich Aragorn die Worte heraus und kann diese dementsprechend zu einer Sprachsteuerung zusammensetzen. Nachdem wir jetzt in Jira Projekt Assistant alle Einstellungen wie gewohnt gemacht haben, können wir erstmal den Projekt Assistant auf die Seite schieben. Schauen wir uns jetzt die eigentliche Oberfläche von Aragorn innerhalb des Browsers an. Hierzu rufen wir mit find.proknx.com die Suchmaschine auf, wo wir jetzt unautomatisch herausfinden können, wie die IP-Adresse von Aragorn ist. Hierzu gebe ich meinen Adressbereich ein und automatisch wird jetzt mein Aragorn gefunden. So, der Aragorn ist also auf der 192.168.0.88 zu finden und wir springen jetzt mit dem Klick direkt in die Oberfläche hinein. Wir haben hier verschiedene Kacheln schon zur Auswahl und suchen jetzt erstmal die X1-Kachel auf. Hier habe ich die IP-Adresse wird eingegeben, beziehungsweise die wird automatisch gefunden, des X1. Und hier unten drunter gebe ich mein Kennwort an. Das ist das Kennwort, das Admin-Kennwort, beziehungsweise das Kennwort, was auf der Seite des X1 steht. Bitte hier einmal ausprobieren. Manche von euch ändern das Kennwort bei der ersten Inbetriebnahme des X1 natürlich ab. Ihr müsst das Admin-Kennwort eingeben. Nachdem das getan ist, können wir direkt schon den nächsten Schritt starten. Wir klicken auf die Kachel Snips, können hier weitestgehend alles erstmal beiseite legen und suchen uns hier in dem Bereich 3 unseren Raum aus. Das heißt, er findet automatisch den Raum, die Räume, die wir in Jira Projekt Assistant eingegeben haben. Wir sagen hier Save Room. Jetzt liest Aragorn oder Snips in der Form. Liest jetzt alle Namen und Funktionen aus dem Jira Projekt Assistant oder dem X1 besser gesagt heraus und schon ist Snips einsatzbereit. Das klingt jetzt wirklich einfach, aber es ist nicht mehr. Es ist wirklich so einfach wie gerade gezeigt. Gegebenenfalls vielleicht immer einen kurzen Neustart machen von Snips, aber ansonsten war es das. Es ist nicht mehr zu tun, außer diese zwei, drei Haken setzen und schon kann das losgehen. Und euch jetzt auch zu zeigen, dass es jetzt auch schon wirklich alles war, schalten wir jetzt einfach nochmal um in das Wohnzimmer, in das neue Wohnzimmer und schauen uns jetzt die Konfiguration von Snips mit Aragorn auf dem Jira X1 an. Hey Snips, dimme die Couch auf 50%. Hey Snips, schalte Tisch an. Hey Snips, dimme die Stehleuchten auf 50%. Hey Snips, schalte die Hängeleuchten an. Hey Snips, schalte das Licht aus. Das sind jetzt die einfachen Befehle, die ich umsetzen kann, aber es kann auch viel, viel mehr. Beispielsweise auch Rollladensteuerung. Hey Snips, fahre die Rollläden auf 80%. Hey Snips, fahre die Rollläden auf. Hey Snips, mir ist kalt. Hey Snips, wie ist die Temperatur? Wohnzimmer eingestellt bei einer aktuellen Temperatur von 21.
Also wie man sieht, man kann auch Aragorn dementsprechend klare Sätze mitgeben und man kann auch Fragen zu Status in dem jeweiligen Raum fragen. Wie man jetzt auch merkt, ich muss jetzt nicht den Raum dazu sagen. Das heißt, ich habe in der Parametrierung ja gesagt, in welchem Raum ich mich befinde oder in welchem Raum der jeweilige Lautsprecher sitzt, kann aber auch in anderen Räumen mittels Sprachbefehl Funktionen auslösen. Beispielsweise in der Küche, das ist der Raum auf der linken Seite. Hey Snips, schalte den Essbereich in der Küche an. Hey Snips, schalte das Licht in der Küche an. Hey Snips, wie ist die Temperatur in der Küche? Die Heizung ist auf 20 Grad in Küche eingestellt bei einer aktuellen Temperatur von 20. Hey Snips, schalte das Licht in der Küche aus. Wie ihr seht, es funktioniert extrem einfach, Aragorn mit Snips in ein KNX-System über den Gearex 1 zu integrieren. Ich war am Anfang wirklich skeptisch, muss ich sagen, ob das alles so funktioniert, ob das so bequem oder so einfach funktioniert, wie es für mich bis dato mit Amazon Alexa war. Aber ja, die Integration mit Aragorn ist deutlich einfacher. Es geschieht deutlich intuitiver, muss ich sagen, und es sind wesentlich weniger Klicks vonnöten, um das darzustellen. Der Vorteil ist ganz klar, es ist eine Offline-Sprachsteuerung. Es steckt jetzt kein Dienstleister hinten dran, der damit irgendwie Geld verdienen möchte mit meinen Daten. Es werden auch keine Bestellungen ausgelöst, wenn man irgendwas Falsches sagt. Und von daher Aragorn, ein extrem interessantes Produkt. Jeder, der die Möglichkeit hat, an eine Position in einem Raum ein Netzwerkkabel hinzuziehen und dort Aragorn einzusetzen, absolute Empfehlung hierzu. Wenn jemand sagt, na gut, ich habe vielleicht mein Haus schon fertig, ich kann kein Netzwerkkabel mehr irgendwo hinziehen. Es gibt ansonsten auch schöne Aufputzgehäuse, um das Ding vielleicht dann als Desktop-Variante irgendwo hinzustellen. Von daher meine klare Empfehlung, Aragorn ist echt ein tolles Produkt und ich habe selten so viel Innovation in einem kleinen Produkt erlebt. Und es macht wirklich Spaß, damit sein Haus zu steuern, weil es von der Sprachbedienung her deutlich interessanter ist als Amazon Alexa oder diese Lösung von Google. Wenn ihr Fragen habt zu Aragorn, wenn ihr Fragen habt zu anderen Lösungen dazu, kommt wie gewohnt gerne auf uns zu, schreibt uns oder ruft uns einfach an. Hey Snips, schalte das Licht aus.